geht es um die Deutschland-Premiere inklusive Social Movie Night zu Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Der neue Film von Luc Besson und gleichzeitig die teuerste europäische Produktion aller Zeiten. Was für eine Materialschlacht und bombastische Bilder, das kann ich versprechen. Aber was für coole Cosplayer, Kostüme und Co-Hosts, das alles möchte ich euch zeigen zur Social Movie Night zu Valerian. Willkommen zur Social Movie Night. Hallo. Danke. Viel Spaß heute bei Valerian. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Ja. Kino 8 ist der Saal. Steht auf den Tickets auch drauf, oder? Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr habt Tickets bei mir gewonnen? Ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, super. Ja. Gleich ein Foto. Die Gäste der Social Movie Night haben wir gerade reingelassen. Langsam geht's runter Richtung Kinosaal. Und das schauen wir uns natürlich an. Und es ist und bleibt ein tolles Ambiente. Los. Sie sind fast 20 Minuten zu spät. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Jodi, Revi, geht's euch gut? Sehr gut, ja. Ist ein bisschen warm, aber sonst hier drin ist es okay. Kommen wir mal heute zum Thema Valerian. Erstmal danke, dass ihr beide Co-Host seid und heute zuschauen. Danke für die Einladung. Ihr seid ja das allererste Mal dabei und ich kann euch versprechen, es macht immer großen Spaß und wir versuchen auch immer besondere Filme herauszupicken. Heute ist es der teuerste europäische Film aller Zeiten. 180 Millionen US-Dollar hat er gekostet. Der neue Film von Luc Besson. 7 Jahre hat er an dem Film gearbeitet. Basiert auf einem französischen Comic. Und was erwartet ihr denn von Valerian? Ich hoffe, ich sehe ganz viel Cara. Bist du großer Cara Delevingne, Delevingne-Fan? Delevingne, Delevingne, ja, mega. Delevingne. Schon immer und ich liebe sie seit 100 Jahren. Ich habe ihnen gezeigt, wie es geht. Heute mal Social Movie Night, Leute einladen. Ist das ein cooler Preis? Sagt ihr so, ist das irgendwie eine schöne Sache, heute Leute zu treffen? Für mich ist es halt immer so ein Ding, weil ich halt einfach weiß, dass es bei den Fans und bei den Zuschauern in dem Fall halt immer so unglaublich gut ankommt. Die sind alle immer mega happy, wie ich eben schon gesagt habe. Die kriegen am Ende heißt es immer, hey, wir haben Popcorn bekommen, wir haben euch getroffen, es war super schön, der Film hat mir gefallen. Das ist halt immer dieses Popcorn ist aber wichtiger. Ich glaube, das ist echt so dieser E-Punkt. Weißt du, wenn es das Popcorn umsonst gibt, wie geil ist Kino dann bitte? Also ist einfach so. Ich hoffe erstmal, ihr habt einen schönen Abend. Ganz bestimmt. Und alles andere reden wir später. Super, danke für die Einladung. Schönen Abend. Heute Abend können sich auch die Zuschauer mit einer Sharing-Box per GIF in Laurel Line oder Valerian umwandeln lassen. Jodi und Revi machen es vor und ich glaube, die haben eine ganze Menge Spaß dabei. Das ist die Pi von Pi Cosplay. Ein solches Kostüm heute als Lorelei, die wir ja in Valerian sehen. Komplett deine Arbeit, dieses Kostüm. Wie lange dauert sowas ungefähr? 2,5 Wochen. Und das heißt dann wirklich 6 Stunden am Tag dran basteln oder was bedeutet das? Ja, fast den ganzen Tag. Manchmal auch ein paar Pausen dazwischen, weil man dann ein bisschen die Nerven verliert, weil man es nicht so funktioniert, wie man will. Und dann geht es aber auch locker. Das heißt, in solchen Kostümen steckt Schweiß, Arbeit, Blut und vielleicht auch mal eine Träne. Ja. Und eine ganze Menge Selbstaufgabe vielleicht manchmal. Wir haben heute in Berlin 28 Grad. Ist es für dich erträglich? Ja, es geht noch. Willkommen in Alpha. Der Stadt der 1000 Planeten. Wo seit Hunderten von Jahren jede Spezies ihr Wissen und ihre Intelligenz mit den anderen teilt. Es ist das Paradies. Unfassbar. Ganz, ganz großes Bonjour und einen Riesenapplaus für Luc Besson! What exactly is the reason that you decided that you wanted to do this movie? Because you said 7 years. I mean, it's a lot of risk, of work. I mean, there must be something to you that you said that this is something I have to do. The themes inside the film that Christian Mézières developed for 50 years, lots of themes that I really like, living together, protecting the planet. There's lots of, it's talking about the society a lot,
about how we put money first and people second, for example. Sounds familiar? Yeah. So there's all these themes, and in the same time, it's the future, and the future is a white page. You can write whatever you want, so you can dream. And it could be colorful and funny, and so that was my main motivation. And as a moviegoer, and it's very me only, that doesn't, but as a moviegoer, I'm a little fed up to all this very dark sci-fi. It's always raining, it's dark, and the hero is wondering if he has to save the world or not. God, come on. Whew. You have superpower, go. And so I just tried to make the film that I would love to see as a moviegoer. That's all. So it's crazy, it's funny. And at the end you say, oh shit, I have to see it again. I just have a message for you. I'm coming to from a city at 60 kilometers from Paris called Coulommiers, where the specialty is cheese. And then you're 17 years old and you say, I want to make movies. So if I can do it, you can do it. That's all. Ein riesen Dankeschön an Luc Besson. Dankeschön. Nach Jahrhunderten des Friedens und des Wohlstands will eine unbekannte Macht alles zerstören, was wir geschaffen haben. Sie haben weniger als 10 Stunden, die Bedrohung abzuwehren. Dann mal an die Arbeit. Du hast Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, gesehen als eine der allerersten. Wie war's? Ich gucke ja eigentlich nicht so Science-Fiction-Filme, aber das war jetzt wirklich was ganz Besonderes. Ich würde einfach sagen, Luc Bessons drittes Meisterwerk. Der Film war einfach für mich Star Wars ähnlich. Also es hat wirklich auf dem gleichen Niveau wie Star Wars gehalten. Und ich bin ein riesen Star Wars-Fan, muss man natürlich dazu sagen. Oh, das ist dann eine große Honorierung. Unglaublich. Ich würde ihn wirklich jedem empfehlen. Wenn du Valerian versuchen müsstest, in 3 Worten wiederzugeben, welche wären das denn? Romantik. Farbenfroh. Action. Fantastisch. Science-Fiction. Fantasievoll. Wir haben jetzt hier Sazan Striker im Vollkostüm, vorhin gesehen als Cosplayer, jetzt mal in normaler Montur. Jetzt habt ihr Valerian gesehen. Jetzt wisst ihr, wofür ihr diese Kostüme auch angefertigt habt. Erster Eindruck nach dem Film? Hammer. Richtig guter Film, richtig gute Effekte. Die Schauspieler in den Kostümen in Action zu sehen, ist natürlich echt geil. Revi, Jody, Valerian, Stadt der 1000 Planeten jetzt gesehen. Erster Eindruck nach dem Film? Kleine Anekdote, ich muss seitdem der Film angefangen hat auf die Toilette und bin nicht gegangen, bis es jetzt zu Ende ist. Also ich glaube, das sagt einiges darüber aus, wie gut ich den Film fand, weil sonst wäre ich einfach gegangen zwischendurch. Ich konnte nicht gehen. Okay. Film war mega, die Visuals waren mega, Kara war mega, alle Schauspieler waren mega, die Story war super cool. Negativ habe ich tatsächlich nichts auszusetzen, obwohl ich das gerne tun würde, weil ich normalerweise immer habe. Aber diesmal... Wem empfiehlt man denn jetzt so einen Film? Männliches Publikum, Gamer, weibliches Publikum, alle, keiner? Ich glaube, es ist ein Familienfilm ab 12, den sich wirklich einfach jeder angucken kann, meiner Meinung nach. Das ganze Universum ist hinter uns her. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Das war sie, die Deutschland-Premiere inklusive Social Movie Night zu Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Dabei haben wir wunderbare Kulissen auf der großen Leinwand gebannt, ein Cast, der interessant miteinander harmoniert, aber vor allem war es schön, heute Luc Besson selbst persönlich auf der Bühne zu haben, der vielen einen warmen Rat mit ans Herz gelegt hat, nämlich so zu sein, wie man ist und das zu machen, was man gerne möchte. Sowohl Revi als auch Jody hatten großen Spaß und vor allem das Publikum zu sehen, wie sie Freude hatten bei der teuersten europäischen Produktion aller Zeiten, ist für mich etwas als Filmliebhaber, das großen Spaß macht, jemandem zu präsentieren. Ich danke allen, die bis jetzt dran geblieben sind und reingeschaltet haben und wünsche euch ganz viel Spaß bei Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß im Kino.